was dir gefällt. Höre nicht auf sie, wie es dir geht, bestimmst du selbst. Es ist so wichtig, was du denkst, also gehe nun da raus. Zeig ihnen, wie es geht, immer geradeaus. Mach dein eigenes Ding aus, Geläster wird Rauch. Räum die Steine aus dem Weg, hör auf deinen Bauch. Denke nicht drüber nach, was kommt und passiert. Lebe den Moment, denn die Welt gehört dir. Hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Fans, ich bin's wieder, euer Holger von Holgers Wunderland. Euch mal wieder aus dem Keller und es gibt den 5. Teil, müsste das jetzt sein, der Fluchtreihe mit Fahrrad oder Roller und Anhänger. Heute wird es kein spezielles Thema geben. Ich habe ein paar Updates. Es wird um Licht, Solar, Strom, wie auch immer. Es wird heute ein paar Updates geben. Dann werde ich euch zeigen, was man mitnehmen sollte, um Strom zu haben. Ich bin zwar nicht perfekt ausgerüstet, da sind andere YouTuber besser, weil die mehr Geld haben und Geld verdienen. Ich habe es nicht. Aber trotzdem, mit dem, was ich habe, würde ich über die Runden kommen und könnte Licht erzeugen bzw. auch andere Sachen. Lasst euch überraschen mit einem lustiges Video, hoffe ich jedenfalls. Ich fange mal wieder mit meiner Kiste an. Das sind so kleine Updates und so sonstige Sachen, was ich hier drin habe. Das ist jetzt hier so eine kleine Tasche. Ich weiß nicht, ob das eine Cosmetic-Tasche oder was weiß ich, was das ist. Ich habe es irgendwo mal her. Hier habe ich nochmal zusätzlich zu meinem Hygieneset nochmal so Nagelfeile, Clipser drin. Das kommt auf jeden Fall in den Rucksack mit rein. Das packe ich gleich wieder rein in die Tasche. Jetzt habe ich auch endlich mein Duschgel, beziehungsweise das Duschgel dabei. Hier ist nochmal so ein Notfallset. Da ist eine riesengroße Decke drin. Hier so eine Rettungsdecke. Die hat 1,60 m x 2,10 m. Dann habe ich hier noch diverse Tabletten drin. Nochmal ein bisschen Zahnpasta und was mir letztens noch gefehlt hatte, Beta-Isodona-Salbe zum Desinfizieren, beziehungsweise für offene Wunden. Also hier ist nichts Besonderes drin, das ist so ein Zusatzpaket. Das nehme ich wahrscheinlich mit in den Rucksack, bis auf das Duschgel, das stelle ich mal hier zur Seite, das kommt mir irgendwo hin. Das einfach wieder zumachen hier. Dann natürlich Block und Kugelschreiber. Ich habe keinen wasserfesten Block, ich habe einen ganz normalen, den kann man hier so aufklappen. Das sind auch so Zettel, die man abnehmen kann. Der wird aber noch wasserdicht eingeschweißt, dazu passender Kugelschreiber. Was ich ganz wichtig finde für mich selber jetzt, im Winter zum Beispiel, ich habe solche Heizkissen. Davon habe ich jetzt eins mit Motiv und zwei ganz normale. Aber ich will sehen, dass ich kleine kriege. Die sind mir ein bisschen zu groß. Aber die großen halten natürlich länger warm und die kann man sich zur Not auch mal mit ihr Schlafsack packen. Und das Gute ist bei denen, wenn man die benutzt hat, kann man sie nachher einfach in heißes Wasser packen und dann sind sie wieder benutzbar. So. Dann habe ich drin eine Rolle Panzertape. Die fehlt mir nämlich noch. Dann habe ich noch mal ein paar Müllbeutel drin. Das sind so mittelgroße. Einmal Feuerzeugbenzin. Ihr seht auch gleich wofür. Oder ihr könnt das euch vielleicht schon denken. Da ist es. Und zwar, das brauche ich eigentlich auch nur für die Flucht im Winter, im Herbst und im Frühjahr. Wenn es noch kalt ist, das Feuerzeugbenzin, im Sommer habe ich es definitiv nicht mit. Und diesen Feuerzeugbenzin-Handwärmer. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das Video, da muss ich mal gucken, ob ich da nochmal ein Video zu mache. Der ist auch noch mit dabei. So, das wäre es jetzt so an den Sachen. Und dann habe ich noch ein paar Updates. Im Rucksack wird nachher noch ein Multitool drin sein, das ist das von Black & Decker.
Da ist Zange, Messer, Hakenlöser, Pfeile, diverse Sachen und eine Säge müsste eigentlich auch noch. Ja, eine Säge ist auch noch mit drin. Das ist eigentlich ein gutes Teil. Das kommt auf jeden Fall auch noch mit in den Rucksack. Es ist zwar nicht ganz leicht, aber es ist schon wichtig. So, jetzt kommen wir langsam zu der Geschichte. Also nochmal. Also, ich werde hier diesen Topf noch mitnehmen. Werde dafür aus dem ersten Set einiges raussuchen nochmal und wegmachen. Weil ich habe mir überlegt, ich nehme den als Ersatztopf mit. Und in den Topf habe ich so ein französisches Esbit-Set mit Esbit-Tabletten drin. Dann zweimal heiße Schokolade. Dann ist da noch ein paar Gummidrops mit Eukalyptus-Menthol-Geschmack. Und zweimal Reis. Und einen Löffel und noch ein Feuerzeug und ein bisschen Schnur. Das soll nur so eine Art Notfallset sein. Wenn ich mal unterwegs irgendwo bin, jetzt habe ich es nicht wirklich zu, wenn ich jetzt mal doch mal den Anhänger liegen lassen muss, damit ich was habe, wo ich mit flüchten kann. Ich werde aber das Ganze noch ein bisschen aufwerten und es kommt noch ein kleiner Hobo mit rein. Da habe ich noch einen liegen. Der ist im Moment nur ein bisschen defekt, den muss ich reparieren, der muss bestimmt zurechtgebogen werden. So, das sind jetzt alles noch so Zusatzsachen, die jetzt kommen. Jetzt kommt noch ein bisschen Elektrik. Da habe ich erstmal ein, ich nenne es mal aus der Verpackung, ich habe es nämlich wasserdicht eingepackt, weil es ist leider nicht wasserfest. Und zwar habe ich hier einmal ein kleines Sony-Radio, so ein Handtaschenradio. Da sind jetzt auch keine Batterien drin. Die lasse ich auch nicht drin, die laufen sonst aus. Mit zwei Batterien locker zwei, drei Tage Musik hören. Es ist auch nur dazu da für einen Notfall. Das Ding ist sehr leicht, wiegt kaum was und das ist das Wichtigste. So, dann habe ich dabei natürlich, jetzt kommt schon die Rubrik. Nee, die Rubrik Licht. Ja, die Rubrik Licht mache ich hier mit rein jetzt. Da habe ich einmal hier so eine Taschenlampe. Das ist jetzt keine teure, die hat 9,95 Euro gekostet. Die kann man fokussieren, von groß bis klein. Die hat verschiedene Helligkeitsstufen und Blinklicht. Und SOS. Da kommen rein ganz normale Batterien. Jetzt kriege ich es nicht auf. So. Da ist innen drin so ein Dreiergestell, da kann man drei Doppel-A-Batterien rein, Triple-A-Batterien reinpacken. Das Ding ist wasserdicht, also spritzwassergeschützt. Also ein Regenschauer hält das schon aus. Wie die Leuchtdauer allerdings ist, kann ich euch noch nicht sagen, soweit habe ich es noch nicht getestet. Dann habe ich mit drin eine Dynamo-Leuchte, die im Moment auch vollgeladen ist. Ich habe es noch nie geschafft, das Ding leer zu kriegen, ehrlich gesagt. Kostet übrigens, kriegt man überall für 1 Euro oder 1,50 Euro in den Geschäften, so Woolworth, Teddy, Kick, keine Ahnung. Aber passt auf, wenn ihr da seid, probiert die Leuchte aus. Ich habe es schon gehabt und habe eine kaputte gekauft. So, dann habe ich mit drin eine Kopflampe mit zwei Helligkeitsstufen und Blinklicht. Leider keine mit Rotlicht. Das Gute ist, diese hier ist auch mit Doppel-A-Batterien oder Triple-A. Das muss ich jetzt selber lügen. Ich weiß das jetzt auch nicht. Ich gucke mal kurz nach. Ach, ist egal. Also auf jeden Fall sind da Batterien drin. Zu den Batterien. Ich habe ja nun schon mehrere Sachen, die Batterien brauchen. Dazu habe ich mir hier so ein Case fertig gemacht, das ist auch noch nicht ganz voll. Da sind jetzt diverse Batterien drin, da habe ich 8 Stück von den Triple A. Dann habe ich hier nochmal 4 Triple A Batterien. Dann habe ich noch 3 lose Triple A Batterien, die sind hier hinten drin. Dann habe ich nochmal hier so eine kleine Mini-Leuchte, USB-Leuchte, die wollte ich euch zeigen, die habe ich euch schon mal im Video gezeigt.
Und dann habe ich nochmal Doppel-A-Batterien. Da kommen auch noch ein paar mehr rein. Ich habe oben in meinem Fach noch welche. Achso, und falls ihr es noch nicht gesehen habt, so eine kleine Mini-Taschenlampe. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich... Nee, da ist jetzt keine Batterie drin. Die kommt da auch noch rein, die ist als Notleuchte. Die ist hell genug, um auf 3-4 Meter auszuleuchten. Also wenn man mal Toilette muss oder so, reicht das aus. Da kommen noch ein paar Batterien dazu. Dann weiter mit dem Licht. Dann kommt dazu, habe ich hier Teelichter, große. Die sind jetzt als Beispiel da drin. Ich schweiße mir noch welche ein. Von den kleinen Teelichtern und große Teelichter. Diese großen brennen ungefähr 8 Stunden, die kleinen ungefähr 4 Stunden. Ich werde ungefähr Hälfte machen. Ich werde wahrscheinlich 4 große und 8 kleine mitnehmen. Die wärmen gleichzeitig und spenden Licht. Dann habe ich noch so eine kleine Mini-Leuchte drin. Die ist jetzt auch ohne Batterien. Die hat einmal hier so einen Henkel zum Aufhängen und dann einmal einen Magnet. Habe ich mir bei Teddy geholt, war mit, jetzt muss ich lügen, ich glaube 2 Euro kommen 3 Doppel-A-Batterien rein, leuchtet dann auch extrem lange, also ist aber nicht wasserdicht. So, dann haben wir das Wichtigste an Licht schon abgegolten. Jetzt kommt noch eine Powerbank, da ist auch noch eine Taschenlampe mit drin. Als Powerbank nehme ich die hier mit. Das ist die Powerbank mit den Solarzellen. Aus dem ganz einfachen Grund. Ich habe sie jetzt ein paar Mal getestet. Die hat 10.000 mA. Da kann man nichts Großes mit reißen. Das ist wohl klar. Ich habe mir jetzt gerade noch eine bestellt, eine größere, ohne Solarzellen. Die wird 26.800 mA haben. Die hat ein bisschen mehr Power. Die soll aber auch dann dazu sein, dass ich dann, eigentlich brauche ich sie nicht, ehrlich gesagt. Weil ich habe nur mein Handy, was aufgeladen werden muss und was USB hat. Ich werde mir allerdings auch noch eine USB-Lampe besorgen, besser ist es. Die hat auf jeden Fall hier hinten noch eine Taschenlampe. Gucken, ob ich sie jetzt eingeschaltet kriege. So. Die ist zwar nicht besonders hell, aber ziemlich flächig. Also da kann man auch schon was mitmachen. So, wieder ausschalten. Die nehme ich mit. Die lädt sich zwar nicht so schnell auf, aber dann habe ich noch dabei eine klitzekleine Powerbank. Die ist sehr leicht, die kommt auf jeden Fall auch mit in den Rucksack rein. Die hat 4000 mA. Das ist schon nicht schlecht für so ein kleines Ding. Die reicht aus, um das Handy einmal vollzuladen. Auf jeden Fall. Dann habe ich natürlich noch meine Solar. Dabei ist keine Powerbank, das ist so eine Solarfläche, allerdings hat die nur 7 Watt, habe ich jetzt festgestellt, und die ist mir ein bisschen zu klein. Deswegen habe ich mir jetzt eine neue bestellt mit 21 Watt, die wird jetzt die nächsten Tage eintreffen. Da kann ich dann auch dementsprechend mein Handy gleich dran aufladen und die Powerbank aufladen und kann mir dann auch Lampen mitnehmen, die per USB ladbar sind. Dann habe ich hier noch drinnen so eine kleine Lampe, die ist ganz toll, so eine Flächenlampe. Das Gute ist, die hat Magnet, die finde ich super toll, gerade wenn ich mit dem Roller oder Fahrrad unterwegs bin, um die dann irgendwo hinzuklatschen und dann hat man Licht. Kommt eine Doppel-A-Batterie rein, hält ewig lange, die Batterie, die jetzt drin ist, bestimmt schon 7-8 Stunden leuchtet die und bisher noch keine Erscheinung, dass die schwächer wird. So. Habe ich hier noch zwei klitzekleine Messerchen drin. Einmal ein Victorinox und ein Victorinox. Jetzt fragt mich nicht, wie die heißen. Ich bin da leider kein Experte. Natürlich das bekannte USB-Ladekabel. Kommt aber noch eins dazu. Ich brauche nur noch eins mit USB-C. Weil ich sonst mein Handy nicht laden kann.
weil ich werde auch noch den Burschen hier mitnehmen. Das ist Radio und Bluetooth-Lautsprecher. Der muss auf jeden Fall geladen werden, aber der Akku hält ziemlich lange, hat einen guten Empfang, ist nur ein bisschen schwer und ein bisschen groß. Werde ich vielleicht noch austauschen gegen was anderes. Aber von der Qualität ist JBL nun halt mal das Nonplusultra. So, ich bin immer noch nicht durch, weil jetzt geht das Ganze nämlich noch weiter. Ich habe nämlich vor, da ich ja mit Anhänger unterwegs bin, und da könnte ich auf eine kleine Powerbank verzichten. Also eine kleine wird auf jeden Fall dabei sein. Auf jeden Fall die mit den Solarzellen. Und zwar werde ich noch im Anhänger die Suaoki S270 mitnehmen. Die hat zwar nicht allzu viel Power, aber die ist auch nicht zu schwer. So, und die brauche ich. Da kann ich mein Handy, ich glaube, was habe ich ausgerechnet, 8-mal aufladen, ohne dass die einen Klappmann macht. Wahrscheinlich sogar 10-mal. Aber das überlasse ich den Leuten, die davon Ahnung haben, das auszurechnen. Nein, ich werde noch was Tolles mitnehmen, was eigentlich für die Flucht völliger Quatsch ist, aber für mich für die Moral wichtig ist. Und zwar mein Mini-Fernseher. Den habe ich euch ja schon mal vorgestellt. Beziehungsweise, das ist jetzt eine Nummer kleiner, den ich euch vorgestellt habe, war da 10 Zoll. Dies ist nur 7 Zoll. Da ist auch immer eine Micro-SD-Karte mit ein paar Filme drin. Dazu, die kommt in so einer schönen Tasche. Da ist sie nämlich halbwegs wasserdicht und kann nicht kaputt gehen. Und dazu habe ich nochmal eine Tasche mit diversen Kabeln. Da ist jetzt auch ein, das Kabel drin, das ich hier direkt an die Suaoki anschließen kann. Dann ist eine Antenne drin. Dann habe ich da noch ein USB-Typ-C-Kabel drin. Dann habe ich ein, die Antenne drin. Und nochmal ein bisschen Kleingeld. Weil ihr müsst ja auch ein bisschen Kleingeld haben unterwegs. Falls jetzt irgendwo noch Geschäfte auf sein sollten, habt ihr ein bisschen Kleingeld dabei. Das sind übrigens, das habe ich im letzten Video vergessen, das kommt beim Rucksackvideo noch, was ihr an Kleingeld mitnehmen wollt. Mal einen kleinen Nachtrag machen. Und zwar, was ihr seht hier, eine Solarzelle. Das ist eine Solarzelle mit 50 Watt. Die wird nochmal mit auf den Anhänger oben drauf kommen. Die benutze ich dafür, um die Suaoki S270 aufzuladen. Die hat 50 Watt. Bei gutem Sonnenschein soll das reichen, die Suaoki zur Hälfte an, einmal auf, also nicht aufladen, aber zur Hälfte zu beladen. Vielleicht sogar mehr, ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht wirklich getestet. Weil bei uns die Sonne echt, es ist zu viel Bäume hier und da kann man das schlecht testen. Ich werde irgendwann im Sommer das Ding mal zum mitnehmen und dann mal ausführlich testen. Das wollte ich nur mal kurz nachtragen. Da habe ich auch noch diverse Adapter für und dann werde ich euch das mal zeigen. So, das wäre es erstmal dafür. Ich weiß, es ist alles ein bisschen durcheinander. Es tut mir auch leid, aber meine Boxen geben nicht viel her und deswegen mache ich so. Ich packe das jetzt erstmal wieder gleich zusammen. Und vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht zu liken, zu disliken, vergesst nicht zu kommentieren. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüssikowski, euer Holger. Das war eine schöne Geburt.